Freunde, willkommen bei einer neuen Folge und wieder beim Einsammeln von Slime Rancher. Wir gucken mal kurz, warten mal, da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, die haben neue Küken produziert. Guckt euch das mal an. Nice, also funktioniert unser Plan schon mal sehr, sehr gut. Hier müssten eigentlich auch noch mal ein paar neue Küken rumlaufen. Ich sehe gerade im Moment keine, ich sehe nur komische Würmer, die hier rumlungern. Na gut, okay. So, die Hühner hätten wir eigentlich verkaufen können, beziehungsweise verkaufen, sage ich schon. Warte mal, was wollen die hier? Boomplots und Soplots, diese Phosphor-Slime-Plots, kriegen wir locker zusammen. Geben wir einfach hier die Hühner füttern. Und dann die Boomplots einsammeln. Zack, ups. Ganz ruhig, ganz ruhig. Seht ihr, das geht richtig schnell. So, easy. Zack. Nice. Wow, 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 was geht hier ab, Leute? So viel, boah, warte mal, das hat sich voll gelohnt. Erstmal hier müssen wir das Zeug verkaufen. Damit wir den Rest mal mitnehmen können. Zum Einsammeln. Ey, bleibt mal hier, Freunde. Hier geblieben. So, die Gugokkels. So viele Gugokkels. Das ist heftig. Das heißt, wir können mal einen neuen Garten, beziehungsweise einen Hühnerstall aufmachen. Kokofrucht hier rein. Haut rein, haut rein. Na komm. Erst was das Zeug hält. Viele drin, Leute. Die sind schon... Da ist kein Überblick mehr. Die liegen noch alle übereinander. Das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Ups, die kann ich nicht mitnehmen. Steinhühner. Na scheiße, was mache ich mit den Karotten, Freunde? Ah, verdammt. Komm, wir müssen die erstmal loswerden. Dürfen wir hier... Zerstören. Hier machen wir ein Silo hin. Mit was? Mit was? Mit was? Mit was? Das Silo können wir verbessern. So, volle Ladung. Also, wir werden hier Karotten lagern. Unter anderem. Dann werden wir da Hühner lagern. Und alle anderen Sachen noch. So, futtert mal ein bisschen. Ich sehe es schon, nach ein paar Folgen geht ja schon wieder die Post ab. Geht also relativ schnell und zügig. So, hier haben wir nichts mehr. Nice, hier ist noch ein bisschen am Wachsen. Kein Problem. Dort nehme ich allerdings mit. So, der will sich eh nicht darum kümmern, um die Karotten. Schert sich nicht um die Karotten. Wir brauchen nochmal vielleicht ein paar von dem. Knallplots. Was, wenn wir den eigentlich füttern? Dann frisst er. Guck mal, wir können das ja machen. Sollen wir den mal füttern mit Knallplot? Bäm, Leute, das ist krass. Haha. Jetzt frisst er Fleisch und Gemüse. Nice, komm, hau rein. Hau rein, Kollege. Erstmal deine Karotten, die sind gesund. Will er nicht. Na, der will irgendwie nicht. Der ist böse. Sehr, sehr böse. Ist hier was? Ohne, dass ich irgendwas rausziehen muss. Naja, naja, naja. Guck mal, der wird schon machen. Der wird schon machen. Ach Quatsch, wieso? Ich laufe jetzt nicht mit vollen Slime Gun dahin. So, was wir anbauen müssen, ist sehr viel Gemüse. Das werden wir versuchen jetzt erstmal zu machen, damit wir genug haben für ein paar andere Slimes. Ich habe da schon ein paar im Kopf. Hühnchen, 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 ihr seid so gut zu mir. Ihr seid einfach nur Hühnchen. So, na komm. Habt ihr was? Nein, die haben immer noch nichts. Seit 2, 3 Folgen haben die, glaube ich, nichts produziert mehr. Das ist eigentlich inakzeptabel. Ihr kennt mich. Wenn die nicht zusammenarbeiten mit uns, dann werden die von der Ranch geschmissen. Aber wenn die uns nichts bringen,
bin ich der Meinung, dass wir die schnell entlassen können. Das geht nämlich nicht. So, was wollte ich machen? Ich wollte einen Baum bepflanzen hier. Einen Garten. Mit Pogo-Früchtchen. Und den Garten ja natürlich so schnell wie möglich verbessern. So. Karotte werden wir hier wegmachen. Bewuchs entfernen. So, da werden wir nochmal Pogo-Früchte anbauen. Und ich würde gerne ein Silo bauen. Aber wir haben hier gar keinen Platz mehr für ein Silo. Das ist natürlich ein kleines Problem. Ich brauche aber schon mal nochmal einen Schlüssel. Ah, Mann, wie machen wir das am besten? Wir laufen am besten hierher. Sammeln ein paar Früchte ein. Und gucken, dass wir da irgendwie zusammenkommen. Wenn es soweit ist, wenn wir gleich den Phosphor-dicken Slime treffen. Huhn. Okay. Nice, hier ist nichts. Nice. Zack. Och man, lass mich doch mal bitte. So, die nehmen wir mit. Im Moment ist das Essen wichtiger als die Plots. Okay, hier haben wir nichts Besonderes. Den Teerslime lassen wir links liegen. Da will ich mich jetzt nicht drum kümmern. Kümmern wir uns eigentlich schon oft genug immer drum, aber na, nee. Will ich einfach nicht. So. Karotten brauchen wir nicht. Haben wir da unten noch ein paar Hühnchen? Ne, sieht nicht so aus. Fliegen wir hier drüber. Bevor wir irgendwie geköpft werden. Das will ich nämlich nicht. So, dann haben wir jetzt hier schon mal 2 Quaderbeeren und 10 Pogo-Früchte. Ich hoffe, der gibt uns einen Schlüssel dann irgendwann mal. Die Schatzkapsel kriegen wir natürlich nicht auf. Das ist auch jetzt wieder so eine Sache, wo ich mir denke, nein, ich will doch das Ding mal aufkriegen. So, jetzt müssen wir da durch. Das wird ein bisschen problematisch. Weg mit dir. Schnell durchlaufen. Hehehe. Boah, wenn die essen, dann werden die auf einmal lieb, Freunde. Das ist auch so ein Tipp von mir. Ach, verdammt, wir haben nur noch 50 Leben. Ja, da müssen wir auch aufpassen. So, was schießen wir raus? Gute Frage, ne? Erstmal gar nichts, würde ich sagen. So. Nice. Warum haben wir so viel Plots eigentlich mit? Ich will die eigentlich gar nicht. Dann nehme ich lieber ein paar Früchte mit. Die wir dann auch anpflanzen können. So, hier ist nichts. Außer die paar Slimes, die hier immer noch rumhängen. Warum hängt ihr noch immer hier in der... Warum hängt ihr da rum? Mann. So, hier müssten noch ein paar sein. Da sind ein paar auf dem Boden. Nice. Weg mit dir. Guck mal da, die sind so richtig böse, Leute. Ich muss hier weg, sonst killen die mich noch. Nein, auf keinen Fall. So, da sind wir wieder im Garten von uns. Okay. Ihr habt wieder nichts gemacht. Das ist jetzt langsam frustrierend. Die nehmen uns den Platz weg. Machen aber nichts Produktives. Habt ihr was gemacht? So, 23 ist in Ordnung. So. Die Hühner, wir haben so viele Hühner mittlerweile. Das ist so genial. Am Anfang so voll die Probleme mit Hühnern. Kaum Hühner gehabt. Und jetzt geht's hier ab, ey. Deswegen werden wir nochmal einen zweiten Garten anlegen. Aber die Frage ist, wo? Garten. Warte mal. Kurz erstmal den Rest loswerden hier. Ach, verdammt, die Bären natürlich nicht da rein. Bären bitte mit. Ach nein. Mann. So, was ich einsammeln wollte. Hier, zack, 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 zack. Zack, zack. Ich bin mir auch bei denen nicht so sicher, ob die immer noch die richtigen sind hier. Ich futter nämlich irgendwie gar nicht mehr. Das liegt alles auf dem Boden. Deswegen werden wir hier langsam mal auch aufräumen. Zack. Okay, der ist weg. Nice. Das sind auch viel zu viele drin. Das ist so voll hier. Ich verstehe nicht, warum, wie das überhaupt so voll werden konnte. Da waren kleine Slimes drin. Nicht so dicke, Platz wegnehmende Slimes. Da waren kleine Slimes drin. Da hat sich keiner drum gekümmert. Die haben gut Kacker gemacht. Und jetzt sind da so dicke drin. Nein, das geht nicht. So. Ich bin schon wieder langsam. Okay, Karotten. Können wir noch einige Sachen platzieren hier.
Gut, also. Komm, haut rein, solange ihr noch könnt. Das ist nicht von nebenan, ey. Das sind die von nebenan, ne? Ganz ruhig, Leute, ganz ruhig. So, die können da ganz normal machen. Ich hab hier lieber diese kleinen Slimes. Die dicken, die nehmen halt viel Platz weg. Auch wenn die vielleicht zwei Plorts dann kacken. Aber das gefällt mir dann nicht. So. Arrivederci. So. Wir brauchen 10.000, stimmt. Da könnten wir eigentlich drauf sparen. Wir müssten eigentlich auch relativ schnell zusammenkriegen, das Geld. So, da wären wir ja schon bei 6.800. Nice. Karotten sind irgendwie trotzdem nicht seine Hauptspeise, ne? Aua. So. Da sind immer noch ein paar Karotten drin, das gibt's nicht. Diese verzwickten Zwiebeln, die wachsen anscheinend nicht so komplett, wie ich mir das vorstelle. Das ist natürlich schade. Das bringt wieder den ganzen Plan durcheinander, ne? So, verzwickte Zwiebeln. Hier rein. Kann er mal so essen, hoffentlich. Knallplot und ein Kristallplot. Und jetzt müssten wir... Wir brauchen einen Schlüssel, ne? Beziehungsweise wir brauchen sehr, sehr viel... Gemüse brauchen wir nicht. Nein, wir brauchen sehr, sehr viel... Obst. Obst, ja, Obst. Früchte und so weiter. What the fuck? Was steht denn da? Ach, Nahrungstyp. Ich dachte schon, die essen hier Fleisch, ey. Das wäre wieder ein bisschen crazy geworden. So, einmal die Red Plots abholen. Da sind, guck mal, die Früchte sind schon gewachsen. Nice. Nice, nice, nice. Gefällt mir. Das ist sehr nice, Leute. Okay. Ups. Oh, ich bin dagegen gelaufen. Ah, da kann man gegenlaufen. Haha. Nice. Ich will das auch am besten noch in dieser Folge hinkriegen. Dass wir da noch diesen Dicken da füttern. So. Hier wachsen die leider noch. Karotten, komm, nehmen wir mit. Wenn die schon rumliegen. Das ist nix, schade. Hühnchen nehmen wir mit. Einfach so, just for fun, weil wir auch Platz haben in der Slime Gun. Okay, ich bleib hier hängen. Nein, das geht nicht. 23, die können also noch ein bisschen produzieren. Wir werden eine kleine Abkürzung nehmen. Dafür haben wir die natürlich auch freigeschaltet. Das ist hier der Teleporter. Boah, Moment. Das wollte ich jetzt nicht. So, einmal hier rum. Das werden wir am liebsten auch noch anpflanzen. Aber erstmal abchecken. Gleich, was mit dem hier los ist. Hier um die Ecke. Boah. So, wir müssen hier runter. Boah, 36 Pogo-Früchte. Reicht das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Na gut, gucken wir mal. Das reicht leider nicht. Das ist doch... Nein, das ist zum Kotzen. Wirklich. So ein Mist, Freunde. Die Quaderbeere will ich jetzt dem nicht füttern. Ich brauche die nämlich. Zum Bewuchs bei uns auf der Ranch. Die Karotten liegen da einfach rum. Steinchen liegt auch rum, beziehungsweise fliegt rum, flattert rum. So, wir müssen schnell mal noch irgendwie was Vernünftiges zu futtern kriegen. Da ist nichts gewachsen, da geht eher die Post ab. Komm, dann retten wir die mal. Bam, Junge. Ihr seid böse. Ihr seid böse. Richtig böse sind die, ne? Und wir gehen hier zurück. Ich hoffe mal, das Steinhuhn werde ich entfernen, wenn es genug zu futtern gibt. Hier zum Beispiel. Nein, ich will doch... Nein, nein, nein. Lass mich doch mal die Pogofrucht einsammeln, bitte. Mann, das gibt's nicht. Jetzt haben wir so wenig Pogofrüchte eingesammelt. Och, Mann. Gibt's doch nicht. Wenigstens haben wir ein paar Hühnchen mitgehen lassen.
vorne sind auch noch zwei. Hehe. Den Gurgel können wir nicht mitnehmen. Aber ein paar. Mann, ein paar Karotten. Lass mich doch mal ein paar Karotten. Oh, Leute, wollt ihr mich irgendwie ärgern? Die wollen mich ärgern, ne? Die wollen mich auf die Probe stellen. Verpisst euch doch mal hier. Da hinten ist noch was. Aber so fette... Boah, knapp daneben. Bam, den haben wir getroffen. Nice. Verpisst euch. Verpisst euch hier. Verpisst euch doch hier. Die Slimes müssen mir danken. Aber die interessiert das irgendwie gar nicht, ne? Ob wir die retten. Und so weiter. So, 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 so. Karotten sind hier auch keine. Da ist noch eine Pogefrucht. Bis noch zwei. Die eine rollt da runter. Die essen mir die Pogefrucht weg hier. Jetzt haben wir noch 12 Pogefrüchte. Ja, komm, wir versuchen es mal. Zur Not schieße ich da noch 2 Quaderbeeren rein. Aber in dieser Folge hätte ich das schon gerne geschafft. Wir haben auch kein Wasser mehr, ne? Muss auch wieder aufladen. So. Na, wollt ihr nass werden? Hahaha. So, hier runter. Zack. Das gibt's nicht. Nein, nein, Freunde. Okay, dann schaffen wir das nicht in dieser Folge. Tut mir leid. Gucken wir morgen nochmal nach dem fetten. Versuchen den dann morgen zu besänftigen. Und endlich zum Platzen zu bringen. Ja, komm hier hoch. Und dann sehen wir mal. Ich hoffe, der gibt uns einen Schlüssel, damit wir das nächste Gebiet können. Das wäre ganz nice. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Also morgen. Schalt doch morgen wieder ein. Bei Slime Rancher.